Seit Mitternacht steht Andreas Dreiterer in seiner Backstube in Odelshausen im Landkreis Dachau. Hier wird alles noch von Hand gemacht, mit regionalen Produkten und keine Vormischungen. Andi hat sich für ein ungewöhnliches Konzept entschieden. Er backt nur am Wochenende. Unter der Woche ist er in einer Bäckerei in München angestellt. Anfangs lag der Fokus bei ihm auf Vorbestellungen. Doch seit September letzten Jahres hat er einen Laden aufgemacht. Das erfordert Mut. Es ist eine schwierige Zeit, aber ich bereue es noch nicht bis jetzt, weil der Rückhalt auch da ist. Jede Minute ist getaktet. Ab 5 Uhr früh bringt er die Ware in den Laden, um den sich Ehefrau Sonja kümmert. Gleich geht's mit dem Einpacken los. Ein Lieferservice der Teigpiloten. Hinter diesem Namen verbergen sich drei Studenten der Uni München, die dem Bäckereisterben auf dem Land entgegenwirken wollen. Und ich hatte selber, als ich noch in der Schule war, in der Bäckerei gearbeitet und einfach die Bäckereiseite mitbekommen und auch da gemerkt, wie schwierig eigentlich das Planen nach vorne ist. Und hatten da versucht, dann eben mit unseren ganzen Erkenntnissen so aus dem Studium heraus, so gerade in Richtung Technik zu merken, wie kann man denn da dem Handwerk helfen? Die Lösung, ein digitaler Bestell- und Lieferservice. Denn auf dem Land gibt es deutlich weniger Lieferdienste als in der Stadt. Wir haben schon mal so über einen Lieferdienst nachgedacht. Selbst auf die Beine zu stellen, war eine Nummer zu groß. Und dann auf einmal ist es gekommen und es hat sich so gefügt. Ja. Wir haben ganz am Anfang angefangen, wirklich blauäugig, und sind quasi selber in die Filiale, haben alles gepackt, ausgefahren, um auch zu verstehen, kann es funktionieren, wie funktioniert es. Sind jetzt aber auf den Punkt gekommen, dass das, was eigentlich fehlt, ist wirklich die Technik. Und so haben sie angefangen, eine App zu programmieren. Bestellung, Bezahlung, Auslieferung, alles läuft darüber. Auch die optimale Route für die heutige Lieferung wird der Bäckerei angezeigt. Das Ausfahren selbst, dadurch, dass man eben eine Route fährt, ist das für die Bäckerei tatsächlich eine relativ kosteneffiziente und auch ressourcenarme Art, letztlich vor allen Dingen auch Kundengruppen zu bedienen. Ich hätte nicht gedacht, dass wir uns, wenn wir uns dafür entscheiden, so wenig Arbeit für uns als Bäckerei dahinter steckt, dass da so viel von diesem System abgenommen wird. Die Teigpiloten wollen kein Großunternehmen wie Lieferando oder so werden, sondern einfach Handwerksbäckereien unterstützen und am Wochenende frische Semmeln auf den Frühstückstisch bringen.